Hallo Freunde und willkommen zurück zu Drive Club. Wir machen weiter mit der Tour. Viel haben wir ja nicht mehr vor uns. Und ja, schauen wir mal. Wir brauchen, was war das? 166, ne? Genau, 166 brauchen wir. Ups, Entschuldigung. Wir fahren mal eine Venom Hot Lap. Ja, wir können ja nur leider das Club-Design jetzt gerade nicht fahren, weil irgendwie jetzt schon wieder die Serververbindung so ein bisschen abgekackt ist. Aber geht auch so. Machen wir es halt so. Was? 1,16 oder weniger, sagt er. Okay. Wird gemacht, Chef. Okay, jetzt habe ich die Karre dann doch ein kleines bisschen unterschätzt. Uah. Ups. Ja, lasset mir ein, zwei Runden Zeit, um so ein kleines bisschen das Gefühl wieder reinzukriegen. Lasst mir ein bisschen Zeit, ich muss die Strecke ein bisschen fühlen. Ich muss das Auto fühlen. Und erstmal wach werden. Oh, ich würde mal sagen, 1,60 ist hier, 1,16 ist hier ein ganz schön sportlicher Ansatz zu. So. Das ist ein richtig sportlicher Ansatz, du. Da musst du ja mal richtig punkten, damit du das packst. Toll, na, so kurz vorm Ziel verkacke ich nochmal durch einen leichten Dreher oder fast einen Dreher. Scheiße. Mist, Mist, Mist. Also ist machbar, aber sportlich, sportlich der Ansatz. Da habe ich die Kurve schon wieder verkackt. Ich kriege irgendwie die erste Kurve nie so richtig hin. Mist. Doofe Strecke. Na, die Runde wird schon mal nix. Das steht fest. Die Runde wird ja mal gar nichts. Oh Gott, das wird ja immer schlechter.
Warum kriege ich eigentlich die erste Kurve nie? Das ist ja fürchterbar. Ja, jetzt habe ich mich vertan. Ne, ich glaube auch kaum, dass ich jetzt hier irgendwie großartig noch was gewinne. Wir verenden jetzt einfach mal. Okay, wir beenden mal die Veranstaltung. Und fahren mal eine zweite. Bevor ich euch hier damit langweile, hier ständig das gleiche zu fahren und den gleichen Murks zusammenzufahren, gucken wir mal, ob wir die letzten 5 Sterne nicht woanders noch sammeln. Wir haben ja noch ein paar Events, bei denen wir noch ein bisschen was nachholen müssen, beziehungsweise überhaupt fahren müssen. Wir fahren mal noch einen Drift. Das sind 3 Sterne, okay? Ja, welche Kiste nehmen wir da am besten? Ich nehme mal jenen hier. 6400 brauchen wir für Drive-Punkte. Ist machbar. Denke ich mal. Eieiei. Naja, nicht wenn wir uns so anstellen. Warte mal, da starte ich mal nochmal neu. Mist, ich muss jetzt auch erstmal wieder das Gefühl dafür kriegen, wie ich mit der Karre in den Drift gehen muss. Naja. Ja, 3500 haben wir ja das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte den Event eigentlich nochmal neu fahren. Dann machen wir das einfach nochmal. So, ein ganz kleines bisschen später muss ich hier... Ja. Nee, nochmal. Ist ein bisschen schwierig, hier ein Gefühl zu kriegen für die Karre. Beim Driften, weil die ziemlich direkt reagiert, sag ich mal. Die geht ziemlich früh dann auch in den Drift, die Kiste. Okay, das sah jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Bis auf den kleinen Ausflug da am Ende. Okay. 5700. Quatsch, 800. Oh, okay, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Da haben wir noch ein bisschen Time. Jetzt habe ich es verkackt. Scheiße. Dabei habe ich die erste Kurve so geil genommen. Hätte ich die erste Kurve jetzt nicht so verkackt, hätte ich es geschafft. Machen wir es nochmal. Ich finde die erste Kurve ein bisschen doof.
Mist. Ich meine, die dritte Kurve ist ziemlich einfach, die Zielkurve. Doch, und wir haben es ja dann doch geschafft. Ich bin ja vergeistert. So, ja, dann können wir hier jetzt eigentlich an der Stelle auch ja, den Cut machen. Ne? Kurze, knackige Folge. Den letzten Stern, den wir noch brauchen, ja, den fahre ich uns mal so zusammen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge sehen zur Legend Trophy. Das wird dann die abschließende Folge vorerst für die Tour sein. Doch dazu in der nächsten Folge mehr. Ich danke jetzt hier auf jeden Fall fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen, Liken, Abonnieren und weitererzählen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.